Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Check of the Lions 3. Wir haben die Vergewaltiger, die dritten, also der dritte Trupp Vergewaltiger, den haben wir ja ausgeschaltet, haben eine richtig schicke Waffe dabei noch bekommen. Und wir hatten extremes Glück, was diese Quests mit der Kette angeht. Also ich behaupte jetzt einfach mal, es war extremes Glück, weil das sollte wirklich ein Zufall sein, in welchem dieser 12 Stühle, die auf der ganzen Karte hier verteilt sind, in einer dieser Stühle ist die Kette und wir haben sie direkt neben unserem Auftraggeber gefunden sozusagen. Ich glaube, glücklicher kann das nicht mehr laufen. Gut, wir gehen mal hier ins Inventar und schauen mal, das ist ein geiles Teil hier, oder? Was können wir denn da noch? Man kann hier den Lauf verändern, die Reichweite erhöhen damit, ne? Erhöhte Genauigkeitsbonus, erhöhte Reichweite. 6 Reichweite mehr und jetzt der Zielenbonus steigt. Verbesserte Zuverlässigkeit. Kostet allerdings dann 60 Bauteile. Haben wir nicht. Das Stahlrohr hätten wir. Standardlauf. Kurzer Lauf. Macht weniger Angriffskosten. Ja, das ist natürlich, das ist jetzt die Frage, ne? Will ich mit dem Ding eigentlich wirklich auf weite Distanz kämpfen? Oder ist es hier vielleicht nicht geiler, häufiger zu schießen und mir eine kurze Salve, also das hier sogar, das Ding sogar zu verkürzen? Wir verlieren 4 Reichweite, aber wir brauchen nur 3 zum Schießen. Bin ich mir nicht ganz sicher, was wir hier... Könnten hier noch ein Zielfernrohr draufsetzen? Geringer Genauigkeitsbonus. Ja gut, da bräuchten wir Chips, die hier nicht da sind. Ich meine, so ein... Und der Kolben... Schwerer Kolben. Hoher Genauigkeitsbonus. Aber Schwierigkeitsgrad unmöglich. Das ist natürlich. Also für Wolf, ne? Weil. Oder für den Trupp, weil wir gar keine so guten Techniker dabei haben. 67. Ja, nee, werden wir hier jetzt nicht modifizieren. Ich wollte es euch eigentlich auch nur mal zeigen, was wir hier gefunden haben. Dann. Ah doch, da liegt der Helm. Den ich beim letzten Mal abgelegt habe. Jetzt ist er erst doch da. Wir verarbeiten ihn zu Schrott. Und werden... Was ist denn das? Rucksack von Larry. Ted ist tot. Den trägt er immer mit sich rum. So. Dann... Was wollten wir dann mit denen... Ah, wir könnten... Genau, wir wollten hier jetzt Milizen ausbilden. Die beiden erholen sich. Wir lassen Wolf, denn genau das kann er am besten, Milizen ausbilden und geht auch ganz schnell. Dann kriegen wir... Wir haben jetzt momentan, wir haben ein paar verloren hier drin. Aber wir haben 3 Veteranen, 1 Rekrut. Er wird einen weiteren Veteran dazu packen und 3 Rekruten. Dann haben wir 4 Veteranen, 4 Rekruten dort vor Ort. Das ist ganz gut. So... Schauen wir hier hoch. Der Trupp ist unterwegs. Der Trupp erholt sich. Lassen wir laufen. Alpha ist nicht mehr müde. Die kommen jetzt nach und nach zurück. Nächste Verwundung. Larry und Hitman sind nicht mehr oder haben sich jetzt hier auch ausgeruht. Da könnten wir jetzt eigentlich, könnten wir... Könnten wir den dazu packen noch? Na gut, das bringt uns auch nichts. Wir lassen den mal fertig werden und gucken mal, können wir hier Sprengkörper herstellen? Was haben wir denn für Rezepte? Schaut mal. Ha! Ah nee, Bauteile und TNT. Spannend. Können unsere eigenen Stabhandgranaten. Das war mir gar nicht klar. Wir brauchen
Wir brauchen dieses TNT-Kammern. Da kann man dann Stabhandgranaten draus bauen. Okay. Abbrechen. Haben wir nicht hier nebendran TNT liegen? Doch. Annäherungs-TNT. Also das ist, da ist schon dieser Sender. Kann man das wieder, kann man es auch wieder auseinanderbauen? Kann ich diesen Annäherungsdingsbums da wegbasteln? Naja, gut. Aber dann schicken wir die beiden dahin, die Sachen holen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal kurzfristig Hitman und Larry da reinziehen und sie dann hier rüber schicken, um die Ausrüstungsgegenstände zu holen. Wir lassen weiterlaufen. I'm here. Oh, da drüben läuft wieder eine Diamantenlieferung, sehe ich gerade. 7 Mann bringen sie hier hoch. Die sollten wir auf jeden Fall abfangen. Das ist gut. So, die sind jetzt schon da. Eigentlich will ich ja nur dahin, um das abzuholen. Wir nehmen diese Sachen ins Inventar. Und jetzt schauen wir mal, kann ich das... ich kann das nicht mehr auseinanderbauen. Das ist ärgerlich. Wenn ich das einmal, diese Annäherungsdings an das TNT gebaut habe, kann ich es nicht mehr auseinanderbauen. Na gut, wir nehmen es. Wir laufen mal wieder rüber in der Hoffnung, beziehungsweise ich kann es eigentlich hier schon prüfen. Gegenstände reparieren. Ach nee. Hier ist die. Das geht nur hier drüben, vor Ort. Okay, also wieder zurück. Zack. Und jetzt können wir die Operation hier Sprengkörper herstellen. Jetzt gucken wir mal mit Larry. Ob. Nein, schade. Weil wir, oder weil da dieser Annäherungszünder dran gebaut ist, funktioniert das nicht. Es ist ja irgendwo verständlich. Was allerdings nicht so ganz verständlich ist, ist, dass er es nicht mehr zurückbauen kann. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das heißt, okay, beide wieder zurück in den Charlie-Trupp. Oh, warte mal. Kombinieren. Ach so, nee. Ich kann jetzt nur andere Sachen noch mit dazu. Ich krieg das Ding nicht mehr auseinander. Verdammt. Kombinieren, ausrüsten, aufteilen ist nur die Menge, weil es 3 sind. Also auseinanderbauen geht nicht mehr. Schade. Also, das muss ich mir aber merken in Zukunft. TNT wäre dann schon sinnvoll. Jetzt haben wir auf jeden Fall, jetzt haben wir hier alles ausgerüstet. Wir warten jetzt, bis die Milizausbildung fertig ist und werden dann auch mit dieser Truppe den Weg in Richtung Flüchtlingslager einschlagen, weil ich die zusammenführen möchte, um Gegenstände dann endlich mal auszutauschen. Und dann haben wir wirklich mal alle Söldner. Wenn das diese Mission dann, Flüchtlingslager, dann haben wir alle Söldner an einer Stelle. Und dann teilen wir uns von dort aus wieder auf. Ich will hier mal reingucken. Ja gut, das haben die Gegner da gedroppt beim letzten Mal. Okay. Gut. Lassen wir laufen. Oh, Angriffstrupp kommt. Angriffstrupp kommt. Ein Angriffstrupp. 10 Mann. Also, 6 Mann, 4 Hyänen. Marschieren hier entlang, dann hier oben rum. Dauert eine Weile. Aber die werden wir hier empfangen. Auf G6. Wie lange dauert die Ausbildung aktuell noch? Die Miliz. Hier endet die Milizausbildung erst. Von Wolf. Geht die noch so lange? Noch 22 Stunden. Ja gut, aber die müssen hier auf dem Landweg mehrere Sektoren durchreisen. Ich glaube, das können wir... Wir können mal... Ich lass mal laufen. Larry und
Hitman, ihr bewegt euch schon mal hier hoch. Wolf ist beschäftigt, Trupp aufteilen. Zeit läuft. Oh, sind die angekommen? Der Alpha-Trupp, dann können wir mit dem Alpha-Trupp hier mal beim Bordell vorbeischauen. Barry Unger. So, wo war das? We have agreement. Let's go, yeah? Hier vorne. We're on it. Pleasure is pleasure. Come and have some. A house of sin. I have no need of such a Gut, dann gehen wir hier rein und da ist sie. Bin ich mal gespannt, was wir hier als Belohnung bekommen für die Rache. Thank you for talking sense into him. Poor Savannah Lion. He was so cute with those horrible flowers he picked, all red with embarrassment. I can hear you, honey. Then be a good boy and don't eavesdrop. Never. A communist would never do such a thing. Shushu, go check the girls. At once, Generalissimo. Mission accepted. Of course, I said süß. Yes. He is a wonderful man and I am a lucky woman to have him. But don't tell him that. He would be so full of himself that I'd have to ask the girls to throw him in the cold water basin again. You two are adorable. I envy you. I mean, in a nice way. I know, darling. Thank you. Sehr schön. Aber was ist mit der... was ist mit unserer Belohnung? Wir haben doch die Vergewaltiger getötet. Wir reden nochmal zu Molly. Nee. Wo erzählen Sie uns von den Kommandos? There are some foreigners like you who worked with dear old Shimmeringa. You seem to know them. I won't. Nee. Zurück. Tschüss. Please find Molly and return her home, darling. We all miss her dearly. Tja, aber was? Stolz, Stolz. Mama hat eine Belohnung für die Bestrafung der Missbrauchstäter. So, aber wir können. Muss ich? Girls, boys or something in between. I heard you have punished those abusers. Ah. Thank you. This is how we teach good manners on the Ajani. Here, take your well-deserved payment. Feel free to spend it in Lily's Rouge. Nein, wir werden es nicht we'll hier ausgeben. Girl, I have so many special offers for you in mind. You'll have plenty to think about. Okay, 2000 hat's gegeben. Please und ein Heftchen Fernbeziehung. Was ist Fernbeziehung? Fernbeziehung? Hä? Warte mal. Parcours? Ein Apfel am Tag? Fantastische Wortwitz. Hier, Fernbeziehung. Ach, Treffsicherheit. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Technik. Führungsqualität passt hier zu keinem. Nun, okay, dann schauen wir mal. Dann ist hier jetzt, glaube ich, nichts mehr zu machen, oder? Wir gehen mal ins... Oh, eine E-Mail haben wir gekriegt. Befreiung, gefangene Helden. Hallo alle miteinander, hier kommt eure nächste Dosis Wahrheit mit den Nachrichten von Carrie. Pantagruel vorerst von der Legion befreit. In einer überraschenden Erklärung der lokalen Marquis-Streitkräfte heißt es, dass sie die Kontrolle über die Stadt Pantagruel übernommen haben. Dies ist insofern überraschend, als die Kämpfe um die Stadt lange Zeit in einer Pattsituation feststeckten, in der keine der beiden Seiten die Aussicht zu haben schien, die Oberhand zu gewinnen. Es ist unklar, was den Ausschlag zugunsten des Marquis gegeben hat. Abgesehen von der Behauptung, dass der Kommunismus am Ende immer siegen wird, aber die Einheimischen berichten von zusätzlichen bewaffneten Streitkräften, die sich unter keiner Fahne dem Kampf angeschlossen haben. Wird der Marquis die Stadt weiterhin kontrollieren oder wird sich die Legion neu formieren und die Stadt zurückerobern? Nur die Zukunft kann hier Antworten geben. Marquis-Gefangene. Nach der Befreiung von Pantagruel erhalten wir zahlreiche Berichte über die Gefangennahme von Marquis-Kämpfern durch Legionstruppen.
Die Marquis-Genossen vor Ort sind wütend, da ihre Kameraden immer noch gefangen gehalten werden. Angesichts der prekären Lage in der Stadt ist noch keine Rettungsaktion geplant. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Die Legion hat kein Recht, sie gefangen zu halten. Das ist nur ein weiterer Beweis ihrer korrupten kapitalistischen Haltung, ist eine verbreitete Meinung unter den lokalen Kämpfern. Kurioserweise sorgt ein neuer lokaler Mythos über einen kommunistischen Superhelden mit dem Spitznamen der Unbeugsame dafür, dass sich der Druck in Grenzen hält. Es wird gemunkelt, dass dieser angebliche Superheld jeder Folter widerstehen kann und ein leuchtendes Vorbild für alle echten Kommunisten ist. Zwar gibt es wenig, was diese Geschichte untermauern würde, aber sie hat die Ängste der Marquis über das Schicksal ihrer Genossen halbwegs besänftigt. Ihr wisst, wer gemeint ist. Das ist Larry, der die Drogen genommen hat und trotzdem nichts verraten hat. Solange der Unbeugsame nicht bricht, werden unsere Brüder und Schwestern sicher sein. Wir müssen durchhalten, denn der Kommunismus wird den Kapitalismus am Ende sicher besiegen. Ach, ja. Ein Boys Abend im Lully Rouge. Was haben wir hier? Ach, das ist Werbung. Bezahlter Artikel. Sehr cool. dreistufiges System an Dienstleistungen. Naja, ihr könnt euch das durchlesen, wenn ihr wollt. Ihr könnt pausieren. So. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall mal durch. Den Newsletter. Bei den Notizen hat sich jetzt... Ja, wir haben Corazon im Flüchtlingslager. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das ist das nächste große Ding. Also wir beenden hier mal, gehen wieder auf die Satellitenansicht und hier oben wäre eine Reparaturwerkstatt. Über die haben wir auch Kontrolle und hier waren wir noch nie. Ne? Hier waren wir noch nie. Allerdings muss... Ah, das schauen wir uns später an. Wir gehen jetzt hier rüber. Wir müssen heilen. Ah, wer ist denn hier erschöpft? Hier können mehrere nicht heilen. Können wir hier... Dann geben wir vielleicht wirklich ein bisschen Geld aus, wenn wir schon hier sind. Entspannung. Erschöpft. Genau, Sie ist die Einzige, weil sie erschöpft ist. Brauchst du das? Das machen wir mal ganz kurz. Starten. Dauert nicht lange. Dauert nicht lange. Habe ich es jetzt ausgewählt? Irgendwie bin ich hier immer... Ja, läuft. In Arbeit. 18 Stunden. Dann lassen wir den Rest aber weiterlaufen. Trupp aufteilen. Genau. Lifeware ist beschäftigt. Trupp aufteilen. Gut. Läuft. Jetzt sind sie angekommen und jetzt können wir ihnen nämlich auch die Behandlung im Krankenhaus zukommen lassen. Kostet ein bisschen was, aber das brauchen wir. Weiter geht's. Unsere beiden Männer sind hier angekommen und wir starten jetzt tatsächlich auch noch. Ich starte hier jetzt noch mit einem Miliztraining. Vielleicht kriegt er sie durch, der Hitman. Starten. Igor ist nicht mehr müde. My body's feeling much better. Fox ist nicht mehr müde. Ja, jetzt haben wir es hier. Also der Trupp ist jetzt schon wieder... Nee, Thor bildet hier oben gerade noch Milizen aus. Aber sobald das durch ist, können wir mit dem Trupp hier schon mal weitermachen. Eis ist nicht mehr müde. Meltdown ist nicht mehr müde. Barry ist der Nächste. Die Verwundungen sind hier schon weg. Wow, sehr, sehr cool. Also das im Krankenhaus, das geht schon sehr zügig. Wie sieht's hier mit Livewire aus? Dauert noch einen Moment. Barry ist nicht mehr müde. Und jetzt müssen wir Verträge verlängern. Und zwar einmal Igor. You know Igor is great, Merc. Now? We drink. Verlängert. Und Hitman ist der Nächste, ne?
Nee, was stand da eben? Hier stand doch eben gerade jemand dort, wer als nächstes fällig ist. Doch, Hitman, 19 Stunden. 19 Stunden. Das passt. Wir sind aber finanziell echt so stark aufgestellt. Wir werden gleich noch einen weiteren Söldner rekrutieren. Lass uns mal schauen. Ich glaube, wir holen Ivan. Dann ist da freut sich Igor. Ja, wenn wir sein was ist das, Onkel? Ich glaube Onkel, ne? Ivan. Ushanka schützt gegen Kapitalismus. Ah, geil. Tex Colburn. Vicky. Ryder. 91er Führungsqualität. 84 Treffsicherheit. Na, aber Ivan hat 92er Treffsicherheit. Wir nehmen Ivan. Rückstoßkontrolle, Flankierer, 20% Trefferpunkte mehr. Automatische Waffen, verringerter Genauigkeitabzug bei Salvenfeuer. Weißt du, Igor, stelle nach jedem Kill 3 Aktionspunkte wieder her. Where did you go? Idioten, tratet mein время. 30.000. Wow, 30.000. Machen wir trotzdem. Gönnung. Good. We have agreement. I will go to this Grand Chien place. So, da wird sich jemand freuen. Wo lassen wir ihn anlanden? Hier oben, Savannenküste, da ist er relativ zügig am Start dann, oder? Können wir den nochmal umlegen? Nee. Na, egal. Es ist egal. So. Lassen wir laufen. Milizausbildung abgeschlossen. 4 Verteidiger trainiert. So, das heißt, wir werden hier nicht weitermachen. Nein. Denn wir haben jetzt hier 4 Elite oder 4 Veteranen, was es sind, und 4 Rookies. Und er selbst wird jetzt aufschließen zum Rest. Hierhin. Und ist rechtzeitig da. Livewire hat die Erholung abgeschlossen, kann auch nachziehen. So, jetzt können wir hier erstmal wieder Wolf ins Charlie-Team packen. Livewire. Ah, das geht noch nicht, weil sie noch nicht da ist. Okay. So. Die 3. Kann er jetzt hier noch helfen bei der Milizausbildung? Nun würde er das Ganze verkürzen. 8 Stunden 45. Wenn ich jetzt ihn noch dazu packe. 4 Stunden 30. Gut. So, Foxtrot, jetzt ist Livewire hier. Jetzt können wir die wieder hier dazu packen. Und Ivan ist unterwegs. Okay, die beiden Trupps sind in Ordnung. Außer die, genau, Tor. Jetzt sind die Milizen auch hier oben fertig. Damit
sind wir hier eigentlich? Also mehr möchte ich da jetzt nicht machen. Wir werden jetzt den Alpha und den Bravo-Trupp in Stellung bringen für das Flüchtlingslager. Oder? Die Diamanten will ich auch noch abfangen. Bringen wir hier hin. Und den Trupp bringen wir hier hin. So, der Angriff kommt. Und wir haben die Ausbildung vorher noch abgeschlossen. Drei Verteidiger trainiert. Miliz kann nicht weiter ausgebildet werden. Siege im Kampf können Milizsoldaten auf Elite-Stufen bringen. Also wir haben jetzt 8 auf, was ist die mittlere Stufe? Veteranen. Wir haben 8 Veteranen. Mehr kann ich nicht ausbilden, denn die Elite-Stufe kann dann nur über Kampferfahrung erreicht werden und die kriegen sie jetzt. Also, wir gucken mal, ob wir hier richtig ausgerüstet sind. Die Waffe werden wir zerlegen. Das Messer werden wir zerlegen. Den Medipack packen wir hier mal rein. Und die Munition nehmen wir natürlich auch ins Truppinventar. Und dann, ja, dann kann es losgehen. 10 gegen 11. Hitman, Larry und Wolf und 8 Veteranen gegen den Trupp hier. Gehen wir es an. So, da wären wir einmal mehr hier im Camp. Ich muss mir jetzt einen Pulli anziehen, es ist kalt geworden. Hier haben wir ja schon mehrfach gekämpft. Beim letzten Mal haben wir auch hier diesen Punkt als möglichen Startpunkt der Gegner angezeigt bekommen, aber sie kamen letztendlich alle von hier. Und da die Richtung auch wieder dieselbe ist, aus der der Trupp damals und heute kam, würde ich auch mal wieder tippen. Dass der Feind von hier kommt. Also, wir haben diesmal keine Nacht. Weiß ich nicht. Also beim letzten Mal war es, glaube ich, kein Nachteil, dass Nacht war. Wir starten jetzt hier und ich würde sagen, wir gucken, dass wir hier wieder hochkommen auf dieses Plateau. Einsatz. Moment, kurz das Inventar prüfen. Ja, die Pumpgun brauchen wir eher für später. Also, wenn wir näher rankommen. Ich gebe ihm als erstes mal die hier. Hier haben wir die Dragunov, das passt. Wir haben Handgranaten, wir haben hier bei ihm das. Aber wir könnten Larry noch was zu werfen geben. Komm, gib dem Larry mal die Molotovs. Gut. Dann Einsatz. Und wir stürmen mal hier hoch. So, Larry, hier hin. Hitman, schau du mal hier. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn vielleicht in den Rücken schießen können. Jawohl. So, da haben wir den ersten erwischt. Also, wir sehen, dass sie tatsächlich wieder aus der Ecke kamen und dass sie jetzt hier schon auf halbem Weg hier hoch sind. Hitman ist damit durch. Wir können ihn ablegen lassen, kostenlos. Das ist nicht schlecht, dann treffen sie uns schwieriger. Von hier können wir eigentlich nichts machen. Ich gucke jetzt mal, ob wir mit Wolf hier... Ah, schaut mal, mit Wolf können wir von hier oben auch schießen. Auf die Hyäne zumindest. Gut. So, was war das, ey? Jetzt kriegen sie ihre Bewegung. Okay. Das war gar nicht so schlecht, oder? Da könnte man jetzt einen Molly reinwerfen in diesen Pulk. Unsere Milizen bringen sich in Position und wir sind dran. Wolf, also da unten sind Hyänen. Können nichts machen. Und hier. Ja, klasse. Also hier stehen ja mindestens 3. Hau mal rein.
time for a special anti-zombie bomb. So, haben wir noch einen Schuss. Kriegen wir auch noch raus mit 6. Good job. Jawohl. Keep it up. Just gotta catch my breath. Okay, also Zug beenden war doch ein ganz guter Anfang. Die sind müde. Verteilen sich jetzt. Und jetzt die müssten ja auch noch HP verlieren, oder? Durch das brennend. Ja, eben. 15. Oh, der stirbt schon. Cool. Okay. Verbündetenzug. Jawohl, der kann hier hoffentlich wirken. Sehr gut. Jawohl. Auch weg. Der dritte hier ist fast tot. Also das ist der vierte, ne? Der dann sterben würde. Ja, schade. Also drei sind definitiv raus. Sechs Soldaten müssten sein und vier Hyänen. Okay, wir sind dran. Ja, vier Hyänen. 1, 2, 3 Soldaten. Hier hinten ist nichts mehr. Das heißt, wir können mit Hitman erstmal hier auf Laufen gehen und uns dann mal so schnell wie möglich hier hochbewegen. Er schwitzt. Gratisbewegung. Guck mal, der hat eine richtig schön lange Gratisbewegung. Wir bringen den mal hier hin und gucken, dass wir den hier erschießen. Jawohl. Damit sind die Messer-Typis tot. Hier unten haben wir noch einen Grenadier und hier, was ist das? Ein Speer. Speer haben Pumpguns, ne? Jawohl, schwer verletzt, ungeschützt. Jetzt könnten wir hier noch einen Molly. Nee, krieg ich nicht weit genug. No way, man. You on drugs? Einzelschuss. Fast tot. Das ist jetzt die Frage, ob wir dem jetzt noch eine geben. Oder ob wir versuchen, hier eine Hyäne rauszunehmen. Ich glaube, wir nehmen eine Hyäne raus. Mit der Pumpgun trifft er uns von hier eh nicht. Hang on. Let me just make sure that it's pointed the right way. That's some quality shooting. Jawohl, die ist raus. Sehr gut. Zombie-Delfine. So, was machst du? Oh nee, das ist ja gar keine Pumpgun. Es ist keine Pumpgun. Also es ging nochmal gut. Okay. Das war aber schon der Gegnerzug. Unsere Männer kommen. Jawohl. Töten die Hyäne. Jetzt sind es noch 4. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Dass wir das im Idealfall ohne eine eigene Verwundung über die Runden bekommen. Ja, für Larry ist das jetzt recht weit, aber wir probieren es. Ich aim lieber mal voll ein mit 8, dann kriegen wir nur einen Schuss raus. Ja, aber selbst das reicht nicht. Zittrige Hände. Wolf. Na, es ist sehr, sehr weit. Versuchen wir unser Glück. Komm, einen noch. Ah, schwer verletzt. So, und dann haben wir unseren Hitman. Taken position. Good as gone, Ace. Versuchen wir auf den Kopf. Now that's one dead good. Sap, Ace. Okay, das sieht jetzt sehr gut aus. 2 Hyänen und ein Grenadier haben wir noch, der aber nur mit einer Pistole schießen kann, ne? Ja. So, und ja, die kommen jetzt in Nahkampf. Ja, für den wird's kritisch jetzt. Ich hoffe, der bekommt jetzt hier Unterstützung. Oh, warum laufen die weg?
Warum helfen die nicht hier? Ah, tun. Machen sie. Nur eine gute Schussposition gesucht. Wunderbar. Beide Hyänen tot. Last man standing. Einen braucht er noch. Und den dürfen wir setzen, so wie es ausschaut. Lassen wir Wolf den Vortritt. Jawohl. Wunderbar. Das lief gut. Ein Messer. Nee, Messer brauchen wir nicht. Was hat er verloren? Ja, eine Schmeißer brauchen wir auch nicht. Machen wir auch zu Schrott. Munition und eine Rohrbombe nehmen wir dann gerne mit. Hitman. Gut, mehr ist nicht. Damit können wir den Ort wieder verlassen. Gehen in die Satellitenansicht, haben hier jetzt alles abgewehrt und dann, ja, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Trupp? Wir haben hier jetzt, ja, schaut mal, wir haben 4 Veteranen und 4 Elite-Soldaten, also Elite-Milizen. Das ist gut. Das ist gut. Also, dann würde ich sagen, können wir mit dem Trupp jetzt uns hier mal positionieren. Da wollen wir hin. Wir bereiten langsam aber sicher den Angriff oder, ja, was heißt Angriff? Also wir wissen ja, dass es ein Angriff wird, aber das Einmarschieren ins Flüchtlingslager vor. Aber vorher will ich, glaube ich, wird diese Diamantenlieferung noch abgefangen. Nicht, dass uns die durchrutscht. Ne? Außerdem dauert es eh noch einen Moment. Onkel Ivan ist unterwegs und auf den freue ich mich wirklich. Da bin ich gespannt. Das war einer meiner ersten Söldner bei Teil 1 damals sogar schon. Grösche. Ich habe es immer noch im Ohr. Und es ist, wie lange her? 25 Jahre. Nun denn, okay, also dann, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Tschö.